FUBI ist für mich eine Plattform, wo ziemlich alles um Food integriert ist. Und dazu gehören auch Geschichten von Menschen, also nicht nur Essen. Bei FUBI arbeiten wir auch mit verschiedenen Bloggern zusammen. Wir nennen das auch FUBI Community. Diese Blogger haben bei uns alle eine eigene Profilseite, wo wir sie einzeln vorstellen. Und das Schöne ist, dass wir da ganz verschiedene Persönlichkeiten haben. Mein Spezialgebiet ist Alltagsküche. Alles, was einfach ist, schnell geht, gesund ist, leicht ist. Ich sehe mich eigentlich viel mehr als Kochaktivistin. Weil mir geht es um einen ethischen Umgang mit Lebensmitteln, um einen bewussteren Umgang. Und ich möchte das eigentlich in meinem Projekt thematisieren. Ich bin Kulinarikjournalistin, ich bin Bloggerin, ich bin Gemüsegout und ich bin Buchautorin. Die Art von Foodbloggerin, die ich bin, schreibt Rezepte von morgen bis Nacht. Süßes, salziges, alles. Schön finde ich auch beim Bloggen, dass egal über welches Thema das man schlussendlich bloggt, und auch wenn es Essen ist, es kommt immer auch ein persönlicher Anteil, fließt immer wieder ein bisschen drin rein. Warum ich mich wahrscheinlich entschieden habe zu kochen, ist, weil ich nicht mit Material arbeite, das ich den Leuten verkaufen will, sondern ich gebe ihnen etwas, das nachher aufgegessen ist und wieder weg ist, das eigentlich eher dann noch so nachfließt durch den Körper. Oder? Das war jetzt zu spirituell, scheiße. Du hast so verschiedene Gesichter, die für FUBI unterwegs sind. FUBI bringt die zusammen. Das ist eine rechte Kunst, dass man den Spagat schafft zwischen Grösse und trotzdem so persönlich zu bleiben. Im nächsten Magazin haben wir eine Rezeptstrecke, die so ein bisschen das Überthema hat, Geschenke aus meiner Küche. Es geht also darum, dass man etwas in der Küche zubereitet und man dann seinen Liebsten verschenken kann. Dort haben wir die Idee gehabt, dass wir dort auch ein paar Foodblogger integrieren und haben dann gedacht, Fanny könnte dort eine gute Rolle spielen. Fanny ist eine Bloggerin, die eigentlich schon sehr früh mit dem Bloggen angefangen hat. Sie hat aber nicht nur ihren eigenen Foodblog, wo man regelmäßig neue Rezepte sieht, sondern vor allem auch einen sehr starken Instagram-Kanal, wo sie eine sehr große Fangemeinde hat. Was ich auf ihrem Blog einfach sehe, ist, dass sie eigentlich den Trends folgt, aber trotzdem noch eine eigene Handschrift hat. Also diesen Monat kann ich für das FUBI-Magazin etwas machen. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass es ein Granola werden sollte, weil das so etwas ist, was ich immer wieder mache. Für jede Art von Rezept habe ich mittlerweile so eigentlich einen gewissen Ablauf. Zuerst kommt das und dann schreibe ich es einfach so. Und dann während dem Kochen eben entstehen dann manchmal so Sachen, wo ich merke, ah nein, ich sollte eigentlich zuerst etwas schneiden und nachher das machen. Das entsteht halt mir dann, währenddem ich es auch wirklich ausprobiere. Was ich mich sicher inspirieren lassen, sind natürlich andere Blogs, andere Instagram-Accounts. Ich lese auch gerne so Online-Kochmagazine. Ja, und natürlich lasse ich mich auch inspirieren, wenn ich poste. Ich gehe unglaublich gerne posten. Jetzt für das Herbst-Granola habe ich mich halt logischerweise so ein bisschen auf herbstliche Zutaten bezogen, wie Baumnüsse, Haselnüsse, Cranberries und getrocknete Feigen und Äpfelringe jetzt auch drin. Und dazu kommt dann Ahornsirup, Äpfelmus, Kokosöl und Zimt- und Maca-Pulver. Generell sage ich nicht gern, dass ich Bloggerin bin. Weil ich glaube, auch viele Leute wissen gar nicht, was für Arbeit damit verbunden ist. Und ich habe ja nie gesagt, ich werde jetzt Bloggerin, das ist jetzt mein Berufswunsch. Es ist mir einfach so gekommen. Ich verdiene damit sozusagen meinen Unterhalt. Im Moment ist es quasi mein Nebenjob, weil ich bin ja eigentlich Studentin. Aber es ist halt gleich nicht nur noch ein Hobby, weil ich kann fristen, wenn ich Sachen muss abgeben und solche Sachen. Und das hat mich eigentlich in meinem Hobby nicht so. Ich habe schon als Kind mega gerne gekocht. Ich habe meinen Eltern immer mega gerne beim Kochen zugeschaut. Wenn ich dabei mithelfe, habe ich mitgeholfen. Essen war bei uns immer ein mega wichtiges Thema. Die Arbeit, die ich jetzt zum Beispiel bei FUBI mache, das fotografiere ich jetzt eigentlich alles bei mir daheim. Die Aufträge lege ich alle da. Für das Foto spezifisch tue ich es jetzt in ein Glas abfüllen, weil das auch zum Thema passt, so Geschenke aus meiner Küche. Da kann man es so natürlich auch gerade verschenken. Ich behalte es jetzt gerade für mich, weil ich es sehr gerne habe. Das ganze Foodstyling, das ist auch, das kommt einfach irgendwie. Und dann schaue ich natürlich selber auf viele Foodblogs an. Ich lasse mich immer auf Pinterest inspirieren.
Fubi selber bildet auch eine Plattform, die mich inspiriert, weil es natürlich extrem viele andere gute Food-Fotos hat. Und dann irgendwie so kann ich dann das mir selber beibracht. Ja, ich schaue einfach, sieht es gut aus. Und wenn es gut aussieht, dann fotografiere ich es. Und der Bildstil passt sehr gut. Eben, es ist so ein bisschen verspielt und es passt in die Bildstrecke. Es sind vielleicht ein bisschen dunklere Farben, die sie gewählt hat für das Rezeptbild. Aber passt auch sehr gut in das Herbstmagazin. Also.